Camila Cabello und Shawn Mendes auf dem Coachella? Wir haben uns dazu entschieden, unsere romantische Beziehung zu beenden. Punkt. Mit diesen Worten machten Shawn Mendes, 24, und Camila Cabello, 26, im November 2021 in Instagram-Stories ihre Trennung öffentlich. Sie wollten beste Freunde bleiben, doch womöglich sind sie aktuell mehr als das. Dies deuten zumindest mehrere Medienberichte an. Auf dem aktuell im kalifornischen Indio stattfindenden Coachella Festival wurden der Sänger und seine Kollegin demnach sehr vertraut miteinander gesehen. Der US-Radiosender 102.7 Kies FM teilte auf Twitter etwa einen kurzen Clip, in dem sich Mendes und Cabello angeregt zu unterhalten scheinen. Die britische Daily Mail veröffentlichte derweil ein Video, das offenbar zeigt, wie sich die beiden auf dem Festival küssen. Dem Promi-Magazin Us Weekly sagte ein angeblicher Augenzeuge, dass sie wie ein Paar ausgesehen hätten. Auch die anonyme Quelle spricht davon, dass sich Mendes und Cabello sich geküsst haben sollen. Das ehemalige Paar hatte seine Beziehung im Sommer 2019 öffentlich gemacht. Ende 2021 erfolgte die Trennung. Aber die Liebe füreinander als Menschen ist größer als jemals zuvor. Wir haben die Beziehung als beste Freunde begonnen und werden dies weiterhin bleiben, hieß es damals in einem gemeinsamen Statement.